20. April, 11.52 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Das kam etwas unerwartet, Wright. Plötzlich aus dem Nichts zu behaupten, eine weitere Person hätte sich am Tatort befunden. Ich muss schon fragen, entspricht das der Wahrheit? Nun, solltest du die Antwort nicht kennen? Ah, mal wieder in Rätsellaune. Bedauerlicherweise bleibt mir keine Zeit für Rätsel. Ich bitte dich nur darum, die Verteidigung zukünftig deiner Verteidigung zu überlassen. Ansonsten kann ich nicht für den Ausgang garantieren. Ich merke, du bist kein bisschen lockerer geworden, Christoph. Justice. Ja? Mach ohne mich weiter. Der Richter hat mich in sein Büro gerufen. Du hast dich gut geschlagen, Apollo. Darf ich Sie etwas fragen? Sicher. Das Medaillon, das Sie da tragen, gehört das wirklich Ihnen, Herr Wright? Ah, denkst du etwa über das verschwundene Medaillon des Opfers nach? Ich zeige es dir. Das ist ein Foto meiner Tochter. Ach du Scheiße, er hat wirklich eine Tochter. What the fuck ist hier passiert? Ich bin nur etwas überrascht, dass Sie eine Tochter haben. Ja, ich auch. Die meisten sind das. Vielleicht wirst du ihr eines Tages begegnen. Noch eine Frage. Derjenige, der in jener Nacht betrogen hat, waren Sie das? Was glaubst du? Wie? Du weißt, was vor 7 Jahren passiert ist, was ich getan habe. Da ist es nicht ungewöhnlich, zu denken, ich hätte betrogen. Das würde ich niemals tun, ehrlich, aber... Es ist seltsam, dass er 7 Jahre lang nicht geschlagen wurde. Soll ich dir etwas verraten? Es gibt genau ein Spiel, bei dem man trotz schlechter Karten gewinnen kann. Poker. Hä? Weißt du, beim Poker geht es nur darum, deinen Gegner zu durchschauen. Daher hat es viel mit einem Gerichtsprozess gemeinsam. Poker ist wie eine Verhandlung. Finde heraus, was dein Gegner denkt und du gewinnst. Nun ja, aber es ist schwieriger, als es sich anhört. Das ist es nicht. Hä? Egal wie man versucht, seine wahren Gedanken zu verbergen, sie kommen ans Licht. Die Körpersprache kann zu einer wichtigen Informationsquelle werden. Sie machen Witze. Diese Zeugin zum Beispiel, Frau Orly. Sie hat die Eigenart, sich während ihrer Aussage am Nacken zu berühren. Hast du dir das gemerkt und bemerkt? Nein. Mann, wer merkt denn so etwas? Worte, Eigenarten, Zuckungen, daraus lässt sich eine Menge ablesen. Das ist das Geheimnis für den Sieg, Apollo. Das hat mir jemand beigebracht und jetzt gebe ich das Geheimnis an dich weiter. Aber dessen bin ich nicht würdig. Ich kann diese Zeichen nicht erkennen. Doch, das kannst du. Wie bitte? Du weißt es nur noch nicht. Was meint er damit? Aber du wirst es bald wissen. Sehr bald. Ah, fast hätte ich's vergessen. Noch eine Sache zum Fall. Du solltest wissen, dass ich noch keinem die Wahrheit gesagt habe. Was? Ich wusste es! Ich habe natürlich meine Gründe dafür. Es wird alles ans Licht kommen. Und Apollo, ich brauche dich hier als meine Verteidigung. Ich brauche deine Kräfte. Meine, Kräfte? Ich wusste nicht, dass meine Stimmbänder aus Stahl so wichtig sind. Es ist soweit. Der Prozess fängt jetzt erst richtig an. Gib dein Bestes. Oh mein Gott, was hat Phoenix Wright geplant? Fortsetzung folgt. Natürlich hier und jetzt. Ach, und ich wünschte, meine Erkältung würde gehen. Naja. April, 12.14 Uhr. Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 2. Das Gericht tritt wieder zusammen. Hat sich unsere Zeugin, Fräulein Olga Orly, erholt? Ja, euer Ehren. Nun, sie ist zumindest wieder bei Bewusstsein. Wäre es dann möglich, ihre Version der Geschichte noch einmal zu hören? Nun, sie ist ziemlich erschöpft, verstehen Sie? Sie sehen selbst ein wenig erschöpft aus, Herr Payne.
Leider ist Erschöpfung kein Grund für die Verweigerung einer Aussage oder Anklage. Die Verteidigung würde Fräulein Orly gern in den Zeugenstand rufen. Na schön, die Zeugin bitte in den Zeugenstand. Würden Sie bitte Ihren Namen und Beruf wiederholen? Sie geben es besser zu, eine lausige Lügnerin und eine noch lausigere Verliererin zu sein. Nicht. Nein. What the fuck? Das war episch. Ich bin Olga Orly, das ist die Wahrheit. Ich bin eine professionelle Kartengeberin. Man nennt mich Olga Flinkfinger Orly. Och, das ist ja epic. Wirklich? Wollen Sie noch was wissen? Ich komme nicht aus Russland. Und meinen Nachnamen spricht man Orly. Das ist die Wahrheit. Ich hoffe, jetzt sind Sie zufrieden. Epic. Epic shit. Zeugin, sagen Sie dem Gericht auf der Stelle, was Sie in der Nacht vorhatten. Na gut, ich rede. Wir hatten einen Plan, verstanden? Ich erinnere Sie daran, dass Sie unter Eid stehen. Noch so ein Lügengespinst und es gibt ernsthafte Konsequenzen. Na gut. Ich sagte ja, ich bin Profi. Dieser Typ, Smith, hat mich deswegen engagiert. Ich war bereits einige Tage vor jener Nacht im Bordsport vor Ort. Als Bedienung. Sie steckte mit dem Opfer also unter einer Decke. Er brauchte mich gar nicht. Smith ist in gewissen Kreisen als Pokerspieler berüchtigt. Aber es ging in diesem Spiel nicht nur ums Gewinnen. Es ging darum, eine Legende zu vernichten. Den unschlagbaren Phoenix Wright. Der Plan war einfach. Richtig elegant. Wir haben ihm eine Art Falle gestellt. Ich musste Herrn Wright vorher lediglich eine Karte in seine Tasche schmuggeln. Und dann die restlichen Karten während des Spiels ausgeben. Nach der Partie wollte Smith Herrn Wright beschuldigen und durchsuchen. Dann hätte er die versteckte Karte entdeckt und die Falle wäre zugeschnappt. Sie haben die Karten vertauscht. Als Betrüger entlarvt und auch noch verloren. Was für ein großartiger Doppelerfolg. Das hätte das Ende einer Legende bedeutet. In der Tat. Beim Betrügen erwischt zu werden, hätte seine früheren Erfolge in Frage gestellt. Legendäre 7 Jahre, vernichtet von einer kleinen Karte. Das war der Plan. War er das, Orly? Wie putzig. Aber Sie scheinen einen großen Fehler gemacht zu haben. Einen Fehler? Ja, die Falle war elegant. Aber was ist aus der falschen Karte geworden? Hey, stimmt. Er hat Glück, so viel steht fest. Aber das braucht man, um eine Falle von Olga Flinkfinger Orly zu entkommen. Ach, wirklich? Die Zeugin wäre weitaus süßer ohne diesen bösartigen Verschwörungstick. Süß? Wer will schon süß sein? Ich bin nicht süß, sondern böse. Hören Sie? Böse! Wow, du bist mega böse. Wenn Sie sich wieder beruhigt haben, könnten Sie dann bitte vor Gericht aussagen? Berichten Sie uns von dieser Falle und wie sie zuschnappte. Zeugenaussage. Die besten Fallen. In dieser Nacht brachte ich die Karte wie geplant ins Spiel. Und Wright verlor mit seinem letzten Blatt, wie geplant. Dann durchsuchte Smith ihn. Aber die Karte war futsch. Die Falle hatte versagt. Dann griff sich Wright auf einmal die Flasche und schlug zu. Ich habe Smith nicht ermordet. Dieser nichtsnutzige Betrüger von einem Angeklagten war's. Überraschend ehrlich, diese Aussage. Sie bringt aber kein Licht ins Dunkel. Die Falle war einfach perfekt. Hätte dieser lausige Betrüger nicht alles vermasselt. Ach, und was sind Sie? Nun, die Aussage gehört Ihnen, Herr Justice, wenn Sie damit was anfangen können. Bei solchen Zeugen braucht man keine Verbrecher mehr. Und bei Angeklagten wie Herrn Wright braucht man keine Staatsanwälte mehr. Okay, dann mal ab ins Kreuzverhör. Moment mal! Diese falsche Karte. Was war das für eine Karte? Die Trumpfkarte, die Herz 5. Lassen Sie mich raten,
um ein Full House zu bekommen, hätte er die 5 gegen ein Ass tauschen müssen. Das wollten sie ihm doch vorwerfen, um seine Legende zu zerstören? Ich habe sie in Wrights Tasche geschmuggelt. Und wann war das? Na, vor dem Spiel natürlich, beim Essen. Im Borch-Pot servieren wir Borch und Lutscher. Erinnern Sie mich daran, nie dort vorbeizuschauen. Der große Auftritt der Karte sollte während des Spiels kommen. Wie ein guter Borch muss auch ein guter Plan einige Zeit köcheln. Moment mal. Es lief also alles nach Plan. Genau. Das fünfte Ass kam und so lief der Austausch problemlos über die Bühne. Und wäre die zusätzliche Karte in seiner Tasche gefunden worden, wäre Wright für immer als Betrüger und Schwindler gebrandmarkt gewesen. Es gibt sicherlich schlimmere Dinge, für die man berüchtigt sein kann. Sagen Sie uns, wie das mit der Durchsuchung war. Moment mal. Die Karte war verschwunden? Ja, meine Trumpfkarte, die Herz 5. Weg, spurlos, puff, zipp. Wir haben alles auf den Kopf gestellt. Selbst einen süßen kleinen Hut haben wir umgekrempelt. Aber die Karte war nirgends zu finden, richtig? Noch nie in ihrer langen, legendären Karriere. Noch nie wurde Flinkfinger Orly derartig übertölpelt. So ist das. Und was war nun mit der Herz 5? Sehen Sie mich nicht so an. Fragen Sie diesen infamen Lügner von einem Angeklagten. Die Herz 5 wird also noch immer vermisst. Moment mal. Moment, ist das nicht etwas seltsam? Was ist seltsam? Sie haben Herrn Wright gründlich durchsucht und nichts gefunden? Er hat also nicht betrogen. Demnach hatte er keinen Grund, das Opfer zu erschlagen. Nun. What the fuck? Was war das eben? Ich hab was gespürt. Alles in Ordnung, Herr Justice? Nichts, euer Ehren. Was jetzt? Soll ich Sie noch weiter angreifen? Natürlich. Das hört sich nach einer heißen Spur an. Frau Orly, Sie verbergen etwas. Wovon reden Sie da? Sie... Ich, Flinkfinger Orly, etwas... Einspruch! Die Verteidigung wird haltlose Anschuldigungen sofort unterlassen. Ich habe eine Frage an die Zeugin. Sie sagen, Sie hätten gesehen, dass der Angeklagte das Opfer geschlagen hat. Stimmt das? Natürlich stimmt das. Ich hab's gesehen, ehrlich. Ich habe gesehen, wie Herr Wright zugeschlagen hat. Mit meinen eigenen Augen. Was sind das für seltsame Schwingungen, die ich da empfange? Bin ich auf einmal so empathisch begabt oder was? Zum Beispiel die Zeugin, Frau Orly. Sie hat die Eigenart, sich während ihrer Aussage am Nacken zu berühren. Hast du das bemerkt? Am Nacken berühren, oder? Wow. Wow, was geht jetzt hier ab? Wow, was ist nur los? Ich habe plötzlich Superkräfte. Diese Wahrnehmungen. Sie wird so deutlich. Da, sie berührt sich. Es ist so offensichtlich. Irgendwie sehe ich ihre Eigenart jetzt so deutlich und vorher nicht. Wir klicken auf Sehen. Was, ertappt? Das hört sich im Englischen besser an mit Gotcha. Naja, ertappt. Ich hab dich ertappt, du. Frau Orly, vielleicht haben Sie es selbst noch nicht bemerkt. Was nicht bemerkt? Immer wenn Sie einen bestimmten Punkt Ihrer Aussage erreichen, wandert Ihre linke Hand in Ihren Nacken. Mein Nacken. Na und? Sie hat recht, Justice. Ich habe nichts dergleichen bemerkt. Wenn sie diesen Teil ihrer Aussage macht, scheint sie sich an etwas zu erinnern. Ihr Körper reagiert auf die Erinnerung und sie fasst sich an den Nacken. Da bin ich ganz sicher. Eine Erinnerung? Würde sich jemand die Mühe machen und dieses Gefasel erklären? Das ist höchst ungewöhnlich, aber fragen wir doch die Verteidigung. Sie behaupten, die Zeugin erinnere sich an etwas.
Vielleicht können Sie uns ja einen Beweis für diese Erinnerung zeigen. Ihre Eigenart ist, sich am Nacken zu kratzen, wenn sie über das Verbrechen redet. Denk nach, was erinnert Sie am meisten an den Moment des Verbrechens? Frau Orly, Sie kratzen sich am Nacken, wenn Sie über das Verbrechen reden. Es passiert, sobald Sie an den Moment des Verbrechens denken müssen. Dafür muss es einen Grund geben. Ich glaube, die Waffe, die einen besonderen Eindruck hinterlassen hat, ist... Ja, die Frage gebe ich dann an euch und im nächsten Part gibt's dann die Auflösung. Bis dann.